Holodi, ein Franz Ruster-Film. Emden, Ostfriesland, Ende September 22. Fotos bei Franz Ruster und Claudine Ruster. Jo, der Sprecher bin ich ja selbst, Franz Ruster. Ha, 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 ha. Ein Franz Ruster-Film. Halt, halt, warum ist es so dunkel, Mutter? Haben wir Ostfriesland wieder verfehlt? Nee, wir kommen gleich, wird's Licht. Ja, da ist der See, Hafenstadt Emden. Jo, und da sind die Olifanten. Toll, wir sind am Ziel, endlich. Das ist unser Parkplatz am Wall. Und unsere Ferienwohnung, der schöne Wohnzimmer mit dem großen Fernseher. Und ich sitze schon auf der Couch und spiele mit dem Handy rum. Und unsere Küche, wo wir jeden früh morgens gefrühstückt haben. Unser Schlafzimmer. Dann kommt noch das Flur. Dann hatte ich der Bad. Und noch ein anderes Zimmer war auch noch da, aber das zeigen wir nicht. Und dann sind die Figuren am Hafen. Und dieser Figur hat uns immer angespuckt, uns nass gemacht. Ja, und dann noch eine schöne Figur und das am Hafen. Vom Emden. Und es war schon sonnig und das Tor. Und dort auf diesem Platz gab es immer die besten Fisch zum Essen. Nur eine Fischbude mit Krabbenfisch, Krabbenbrötchen und Matsches. War super. Hat sehr lecker geschmeckt dort. Dann nochmal so von Emden. So, ja, figurenmäßig. Und der Bahnhof, mit dem alten Bahnhof eben, mit dem Wasserturm, da kommt man in Emden an. Noch eine Figur in Altstadt, ganz um den Wall immer spazieren gegangen. Und da haben wir eine Windmühle entdeckt. Yeah. Eine Windmühle. Und das ist das chinesische Pavillon. Und dann waren wir auf Rathaus auf dem Dach. Und dann haben wir auch drumherum Emden fotografiert. Hey, lass da. Lass das Otto-Haus in Ruhe. Da könnt ihr von Emden von oben dann sehen. Da ist nochmal das Otto-Haus, da hinten der Wasserturm, die Deutsche Bucht. Jo, es ist sehr, sehr schön da oben. Und im Haus ist auch dann ein Museum drin. Oh, da ist voll Otto-Haus. Und hinten sind so die Windräder für den Strom. Also Strom haben sie genug. Ja, das ist Emden von oben. Das sind die Pfälzerhaus 11 und 12, auch alte Häuser in Emden. Das ist das Rathaus nochmal, wo ein Museum auch drin ist, wo wir auch oben die Rundum-Besichtigung gemacht haben. Also Museum, Skulpturen und auch für Kinder was drin, also sehr, auch sehr Sehenswürdigkeiten drin, sehenswert. Das ist nochmal das Rathaus, sehen Sie. Und wie man früher dann eben gelebt hat in Emden. So sah man Emden aus, mit Stadtmauer. Jetzt kommt mal das Otto Hus. Ja, da gibt es auch eine Ampel mit Otto. Auch die Olifanten haben grünes Licht. Klar, hier nochmal Otti. Dann die Olifanten haben auch rot und grün. Dürfen auch über die Straße gehen. Jo, hier nochmal ein groß, nochmal Otti in grün und dann im zweiten Stock. So unten gibt es dann Verkauf für T-Shirt und sowas. Im oberen Stockwerk ist das Museum, also so Ausstellungsstücke von ihm. Und ganz weit oben ist natürlich auch ein, wie heißt es, ein Vorführungskino.
Aber heute habe ich nicht gefilmt, oben. Ja, Otti ist wieder unterwegs. Das ist sein neuer Film, Catweasel. Genau. Also es war sehr, sehr gemütlich drin. Otti fragt die Frau, König der Berge. Tja, Otti, Otti. Otto. Sein Klavierchen. Und die Toilette, wo er sein Klo guckt. Ha, 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 ha. Mit Premiere. Und dann gab es noch ein Einkaufszentrum in Emden. James Bond Ausstellung. Da habe ich nur das Auto aufgenommen. So, das ist Norddeich jetzt. Auch Seebestattungs kannst du dort machen. Eine Gedenkstätte oben. Genau, in Norddeich. Und die Mutter überlegt sich schon was. Die Mutter hat bestimmt eine gute Idee, aber die sagt mir nichts. Sie fühlt sich da wohl. Das ist der Norddeich Hagen. Und das Watt. Und da kann man auch was essen. Der Hafen wieder von Norddeich. Alles Norddeich. Jetzt kommen wir so ein Vogelschutzgebiet, auch wieder ein Deich. Ja, das sind so kleine Geschichten. Wieder der Deich mit der Watt hinten dran und der Pilsamer Leuchtturm. Den nennt man auch Otto-Turm. Da hat der Otto ja seinen Film gedreht, Außerfriesische. Yeah! Ja, ich bin wieder daheim, ja, in Ostfriesland. Jo, das war sehr, sehr schön dort. Sehr gemütlich. Die Sonne hat auch gestrahlt. Und hinten auch die Windräder. Jetzt sind wir in Kriezil. Das ist auch ein kleines Seehafenstädtchen. Das ist auch sehr gemütlich drin. Da haben wir auch Mittag gegessen. Eine Seekarte vom südlichen Nordsee. Also es war sehr schön in Kriezil und in alte Hafenstädtchen. Da sind auch zwei Windmühlen drin. Und da hat Otto Film auch außerfriesische Foto dort auch gedreht. Also es war sehr, sehr gemütlich. Das ist der Touristeninformation. Stadtmitte und in der Nähe von dort haben wir auch gegessen, Mittag gegessen. Auch sehr lecker. Hier ist das Häfenstädtchen. Oh, sehr gemütlich. Das ist am Kreziel und das kann man da Eis essen, da es nochmal ein Flüsschen durchfließt und mit einer Windmühle. Also es sind eigentlich zwei Windmühlen, aber wir haben nur eine Windmühle aufgenommen. Und das ist Knock. Am Strand oben, Nähe von Emden. Gegenüber ist dann Holland. Da stand ich am Strand ein bisschen herum. Und das war's schon. Unsere schöne Reise anscheinend. Ja, danke Ostfriesland. Es war sehr gemütlich. Und ich danke auch an Otto Haus Museum in Emden. Es war sehr gemütlich. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Okay, tschüss dann. Viel Spaß und tschüss, Ottifanten. Mach's gut, Jungs. Wir kommen bald wieder irgendwann mal. Ciao.